Ja, in der ersten Halbzeit waren wir eindeutig besser. Wir waren viel wacher. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen, aber haben es dann noch so sauber über die Bühne gebracht. Die erste Halbzeit haben wir ziemlich verschlafen, sind relativ passiv gewesen, unaufmerksam. Die 45 Minuten konnten froh sein, dass wir mit einem 0:1 in die Kabine gegangen sind. Und die zweite Halbzeit war wesentlich besser, war zumindest ausgeglichen. Wir hatten ein, zwei Chancen, aber insgesamt war es ein absolut verdienter Sieg für den Lind heute. Ja, ich denke, die Konzentration ist ein bisschen heruntergefahren. In der ersten Halbzeit hat man es deutlich besser gesehen, dass wir viel besser gegen den Ball gearbeitet haben. Ja, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die sich nicht nur tabellenmäßig auch so leistungsmäßig, glaube ich, auf Augenhöhe mit uns befindet. Wir mussten heute 10 Feldspieler ersetzen. Das ist uns ein bisschen schwer gefallen. Wir haben 2 17-Jährige, 2 A-Jugendliche heute von Beginn an spielen lassen. Daher war das in Ordnung heute. Natürlich das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, da das Ergebnis zu erzielen. Das sind wichtige 3 Punkte. Wir wollen natürlich noch irgendwie oben mitspielen, also versuchen, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht für uns. Aber wir nehmen 3 Punkte mit, die sind wichtig. Und,